So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von American Truck Simulator. Ich muss mal mein Mikrofon jubeln. Das knarrt und knarrt ja schon überall hier. Hä? Bei dem gelben Wagen, da fehlt die Hinterachse. Das sieht ja komisch aus. Muss ich mir bei dem Video mal genau angucken. Aber das sah gerade voll komisch aus. Ey, da waren wir. Bei der Brücke waren wir doch vorhin, oder? Lol. So, oh Quatsch, genau, wir brauchen jetzt einen Auftrag. So, jetzt haben wir noch zwei Folgen, also die und die nächste. Die Frage ist also, was machen wir in dieser Folge? Dynamit einmal über die gesamte Map. Oh ne, ist gar nicht die gesamte Map. Ja. Schwarz, gibt es keine Mission von da hinten nach ganz oben? Betrug. Aber ich meine, das können wir halt locker machen, so. Das ist schon wieder zu weit. Das könnte. Nee, wäre auch zu weit. Ah, schwierig, ist wahrscheinlich auch zu weit. Das ist aber schon wieder zu kurz, ne? So. Ja, let's go. Ne. Komm, dann gucken wir mal hier, was gibt es denn so für Alternativen? Hier zum Beispiel. Ah ja, wieso? Das ist doch eine geile Strecke. Ist zwar leider jetzt viel zu lang, aber können wir irgendwann mal gucken, ob wir so eine Strecke finden von ganz hier unten irgendwie nach ganz da oben. Schon echt geil. Ja, aber sonst ist irgendwie nichts Brauchbares mit dabei. Ich meine, das könnte man noch machen, aber die Strecke kennen wir halt auch schon. Wo war die jetzt? Das war das hier. Genau. Nee. Ach, das war's, genau. Ach, guck mal hier, die geht noch ein bisschen weiter. Dürfte aber auch wieder zu lang sein. Dann noch eher das, wobei dann ganz ehrlich die erste Mission dann doch wesentlich mehr Geld bringt. Da haben wir nur noch 50. Hä? Wann denn jetzt? Hallo? Achso, war hier. Ja, genau. Und hier haben wir 78. Dann also wahrscheinlich doch mal lieber eher die hier. Wobei wir da gucken müssen. Läuft ab in 10 Stunden. Schaffen wir locker. Wobei wir mal gucken sollten, bevor wir eine Mission annehmen, wie eigentlich unsere Statuswerte eigentlich aktuell aussehen. Ja, echt beschissen. Gut, dann machen wir erstmal Folgendes. Wir gucken erstmal wie einen neuen LKW, neue Garage. Dann gehen wir erstmal irgendwo pennen. Dann sehen wir weiter. So, Salt Lake City. Aufrüsten geht gar nicht. Warum kann ich nicht aufrüsten? Diese Garage wurde vollständig. Hä? Ach Quatsch. Das mache ich doch. Da war ich ja gerade schon wieder voll dumm und so. So, frei wie der Wind. Denn ich glaube, er spinnt. Sieht eh hässlich aus. So, LKW-Händler. Ah, nee, halt erstmal. Bank. Ah, 73.000. Ich weiß gar nicht, reicht das überhaupt? Oh, ich glaube, ich habe gerade einen Fehler gemacht. 73.000, ich glaube, das reicht gar nicht. Ich glaube, wir brauchen irgendwas mit 183, also irgendwas mit 100, im höheren 170er Bereich oder 180er Bereich sogar. Uiuiuiui. Da bin ich aber jetzt gespannt. Online. Och nö, 156. Oh, easy. Warum so preiswert? Was ist denn da los an meiner Kolm? Wie geil ist das denn? So, Fahrermeldung? Nein, Arbeitsagentur. So, heute mal eine einigermaßen anständige. Nee, immer noch die gleichen Leute. Oh, du kriegst die Tür nicht zu. Das ist aber ganz mies. Gut, weißt du was, da müssen wir. Ich meine, der hat zumindest schon mal gute Werte hier. Also der hat ja schon
Wow. Der hat doch hier oben schon fast alles, ne? Ich will aber nicht noch einen Kerl haben. Alter, Leute, Frauenquote. Was ist denn los mit euch? Was ist das hier für ein sexistisches Spiel? Hammer Nackholm. Ich meine, mir persönlich ist es egal, aber wenn ich hier nur Männer einstelle, dann wird Twitter brennen. Und da habe ich halt keinen Bock drauf so. Ich will ja hier nicht gecancelt werden, nur wegen so einem Kackspiel. Weißt du was, wir schaffen einfach mal durch. Ich nehme jetzt mal kurz den hier. Pfarrer einstellen. Es war blöd, aber ist egal. So, kommst du noch da? Weg mit dir. Was haben wir jetzt, ne? Es wird halt nicht besser so. Pfarrer einstellen. Die wirkt aber schon ganz schön. Ich würde nicht sagen auf Drogen. Aber. Ich meine, hey, andererseits besser als gar nichts. So von daher, mal mir kurz Fahrer, Manager. Für die Aussage wird das Twitter brennen. Sagen wir mal ehrlich. Weg mit dir. Weg mit dir. Oh, mein Konto ist schrumpft. So. Da komm mal her, meine Gute. Und du fährst mal bitte oben den LKW. Nice. Ist echt alles nicht so geil hier. Ah, gut. Aber hier ist wieder eine Frau. Unsere Frauenquote ist immer noch unter, also absolute Katastrophe. Aber hey, was willst du machen? Wenn halt nicht mehr da ist, dann ist er halt nicht mehr da. So, ich kann halt nicht zum Sklavenmarkt gehen und sagen, jo, gib mir mal bitte 30 Pfund Frau oder so. I don't know, das geht ja schlecht. So, können wir hier eigentlich irgendwo pennen? Ja, da hinten können wir gut pennen. Let's go. Hey. Leute, wie kann sich bitte schon ein Auflieger bei Sand aufhängen? Das ist Sand. Oh mein Gott. Andere geht halt auch nicht. Ich fühle mich verarscht, Alter. Das ist der härteste Sand, den ich je gesehen habe, ganz ehrlich, Leute. Traumatisierend. Eieieiei. Wo soll denn hier parken? Achso, da hinten. Hä, wo bin ich denn hier? Aber wir müssen von da hinten rein. Müssen wir da hinten rein oder was? Sieht fast so aus, ne?
Oder? Oder kann ich actually da lang? Ja, ich glaube, ich kann hier lang. Nee, kann ich nicht. Aber hier kann ich lang. Oh my goodness. Ah. Now we are talking. So, muss ich nur gucken, wo ich pennen kann. Achso, da hinten ist auch eine Tankstelle, genau. Da. Aufgetankt habe ich, wo kann ich pennen? Hinter mir. Oder einmal quer rüber da hinten. Hm, hier ist alles voll. So, dann wollen wir mal schauen, was wir jetzt noch so für Aufträge jetzt im Angebot haben. So. Nachdem wir es dann noch drüber gepennt haben. So, sieht scheiße aus. Das ist immer noch die gleiche. 8 Minuten, ja, schaffen wir halt locker. Ja. Die Welt hat mich lieb. Wollen wir gar nicht weiter gucken. Rest ist alles Müll. Ja, nehmen wir halt die. Für 60 Millionen pro Million. Obwohl, da nehme ich an. Was haben wir denn hier so? Das ist viel zu weit. Oh Gott. Ich meine, das würde auch noch gehen. Das ist sogar eine Strecke, die wir noch nicht so sehr affen, obwohl das ist die einzige. Der lieber das hier. War das das? Ich glaube ja. Ich habe keine Ahnung. Das ist alles so traurig hier. Ach, ist alles traurig. Na, ist alles traurig. Weißt du was? Wir machen mal eine Schnellreise da oben hin und gucken mal, was wir da so finden. Denn hier unten in Texas, da gibt es halt nichts Spannendes gerade. So, überhaupt nicht. Schnellreise, wo ist denn das? Schlalilu, LKW, wo war denn das? Ach, da. Schnellreise. So. Wie viel verlangst du denn? 4.000 Euro. Sind sie denn des Wahnsinns? Vielleicht hätte ich erstmal gucken sollen, ob es da schöne Missionen gibt und dann hinreisen sollen, ne? Na, ich weiß ja nicht. So. Frachtmarkt. Oh, von hier muss aber richtig geile Sachen. Yes. Oh Gott. Also, yes. Was du kannst, kann ich schon lange. Mach auf.
Auflieger einpacken. Ey, da bin ich doch voll aus der Übung. Habe ich ja schon lange nicht mehr gemacht. Ah, das wird gar nichts. Na, vielleicht brauch bloß ein bisschen gerade ziehen, dann geht's. Oder doch nicht. Aber mal gucken, ob sowas wird. Na, könnte was werden. I don't know. Na, das sieht gut aus. Achso, siehst du? Musik fehlt ja. Merke ich jetzt so. Nach der halben der nachdem schon mal die Hälfte der Folge vorbei ist. Frachtmarkt.
Was haben wir jetzt so? Nope. So viel Salz, Alter. Das ist eine schöne Strecke. Können wir da auch machen. Let's do this. Erstmal rückwärts, danke dafür. Hey, der hat keine Ampel. Wieder hier, war ich nicht gerade eben hier? Na klar, war ich hier gerade. Na, es wird nie im Leben was.
Der Zaun hier ist halt doch viel zu hässlich. Mehr Platz, sieht schon besser, gleich viel besser aus. Na dann, bis zur nächsten Folge und dann, ja. Mal schauen, was wir dann alles schaffen in der Folge. Bis dann.